Als Shirin David bei der Sendung DSDS war, gab es einen Shitstorm. Das gleiche löst später Katja aus, indem sie monatelang gegen Dieter Bohlen feuert und mit ihm einen erbitterten Beef hatte. Außerdem hat sie Informationen geleakt und zeigt, wie er tickt. Und das, obwohl sie am Anfang sehr gut miteinander konnten und sogar ein Musikvideo gedreht haben. Nun ist Loredana an der Reihe. Denn wie der Sender RTL heute bekannt gibt, ist die Rapperin aus der Schweiz in der Jury. Pietro Lombardi begrüßt sie im Team, der ebenfalls dabei sein wird. Er freut sich schon auf die gemeinsame Sendung. Und wie jedes Jahr ist auch Dieter Bohlen mit dabei. Ob er sich diesmal mit der Rapperin besser verstehen wird? Schlechte Erfahrungen hatte er bis jetzt mit der Rap-Welt gemacht. Loredana selbst kann es kaum fassen und ist schon gespannt auf die Sendung, die 2024 dann ausgestrahlt wird. Loredana wäre somit das erste Mal bei so einem Format mit dabei und könnte dadurch ihren Marktwert steigern. Glückwunsch und die Spannung steigt. Ob Katja oder Shirin sie gewarnt haben wegen der Sendung, ist nicht bekannt. Ich bleib natürlich für euch an der Sache dran und berichte, sobald es interessant wird. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Findet ihr es cool, dass Loredana in der Sendung mit dabei ist und wird sie Stress bekommen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.